Hey, herzlich willkommen zur neuen Folge Karte auf den Marsch. Wir sind angekommen auf Feld Nummer 44. Wir werden gleich mal mit Kurzquell das alles in Gang bringen. Das heißt, als erstes werden wir mal einen Nachfüllkurs in unseren Silo bringen, hier oben rechts. Und das werden wir gleich machen. Wir werden mal gleich hier mit der Auszeichnung. Das sollte nicht weiter schwer sein. Dann fahren wir rüber. Wir fahren da durch. Normalerweise brauchen wir nichts weiter tun. Das macht das von alleine. So, dann fahren wir die Runde rum und wieder aufs Feld. Sollte an sich so funktionieren. Gut, ob das klappt, das ist die andere Frage. Das ist mir, bin da ein bisschen, macht nicht so oft, sag mal so. So. Ende. Jetzt müssen wir einen Kurs haben, und zwar den speichern wir ab und ja, auch mit Überführung. Führung, Kalk. Feld 44. Muss gleich passen. Jetzt können wir den Kurs immer löschen, aber wir immer noch einen neuen generieren. Und zwar Düngemodus kann man sagen. Kursgenerierung. Feld 44 müssen wir eigentlich flügen, aber das machen wir dann entsprechend später. 18 Meter, das passt, es soll aber 19,5 sein. So, drei Vorgewendebahnen links rum, also okay. Geht noch Vorgewendebahn, ist auch okay. Ist bei Kalken nicht ganz so dramatisch. Im Grunde ist dem Feld egal, wo, hauptsache die Kalk drauf. So, Fahrzeuge mit zwei, das klappt nicht. Mit ein. Das heißt, er würde im Prinzip nur eine Bahn düngen und der Rest von hinten gleich wieder nachher hinterher fahren. So, das sieht schon anders aus. Zurück. Ersten Wegpunkt. Und jetzt hängen wir den Kurs an, den wir vorne gerade eingefahren haben. So, Kalk. Das können wir deaktivieren. Hier müssen wir aber tun, auf 0. Das ist ganz wichtig. Sonst fährt er auch neben den Kurs, ne? Also mal ein Faktor mal, was er bestellt hat. Muss hinterher wieder auf neutral bringen. So, Laden. Laden ist hier. Zur Überführung, Kalk. Das passt. Hängen wir an. Na, schauen wir mal, ne? Einstellen. Jetzt muss er im Prinzip ja ausklappen und dann fährt er zum Wegpunkt 1. Und beginnt mit der Arbeit. Ich hoffe nun, dass er entsprechend das alles so macht, wie er soll. Und wir können in aller Ruhe unseren... Oh, Mohn, ja. Wir können dann unseren LKW zurückfahren. Zu unserem BGH Richtung Hof. Das ist dann schon mal ganz wichtig. Der Kalksteuer arbeitet. Da ist noch eine Spur Gras. Das ist schlecht. Das sehe ich gerade. Nicht zu viel. Da wenn man gleich fix ranholen und mal einen gleich selber machen. Ne? Das ist zu viel. Da sind ja bestimmt. Oh, das ist schlecht wie im Ballen. Oh, schlecht. Aber wir haben noch ein paar bisschen Platz auf dem LKW. Das ist noch nicht weg. Sonst hätten wir. Ja, muss ich was eingelassen. So, kein Kurs geladen, das ist aber jetzt auch im Grunde wurscht, weil wir allein machen müssen. Sonst dauert das zu lange oder beziehungsweise dann haben wir den anderen ein bisschen im Auge, ne?
Wir fangen da oben an und fahren dann das auch gleich mit hier. Zwar nicht alles, aber ein Teil davon. Und so hat er ja im Prinzip alles schon weggesammelt, ne? Aber die eine Bahn, die geht irgendwann verloren. Da ist auch noch was zu liegen. Fangen wir hier vorne an. So, da oben nicht mehr, das ist schon zu viel. Ja, das ist halt mal so, ne? Das war dadurch passiert, dass einer mit auf dem Strohballen aufgesetzt ist oder auf dem Silageballen und dann ist der Traktor getanzt. Und dann wusste man nicht mehr, wo er so los war, ne? Und dann war halt alles entsprechend. So. Kann er ja in aller Ruhe wickeln und dann kann man ihn runterfahren. Nach dem Wickel kann man jetzt gleich manuell abladen. Wenn wir Glück haben, kriegen wir eben hier richtig voll. Zweites Mal. Aber den Ballen werden wir gleichzeitig in Richtung LKW fahren. Wenn wir das nicht groß hier liegen lassen. Sonst haben wir eine unter anderem mit einem Kalkstreuer und fährt drüber und tanzt. Ne? Gut, bei Kalk kann man sehen, wo er war. Aber wir wollen auch gleich näher düngen, ne? Das ist ganz wichtig. Dann ist ja auch hier Ertrag könnte etwas höher sein, wenn wir alles optimal vor fertig machen. Flügen, ja, macht auch ein bisschen was aus. Aber ich denke mal, in dem Fall wird nicht ganz so dramatisch sein. Jetzt muss ich ihn doch ablassen hier. Ja, das geht dann noch so lange. Das dauert dann so lange. Ich muss nachher sowieso den LKW wieder holen. Das kriegen wir auch noch hin. Ein bisschen können wir noch mitnehmen, wenn wir mal hier sind. Können wir noch mitnehmen. Ja. Muss ich wieder ablassen. Naja. Aber Reparatur wäre eigentlich notwendig bei 23% Traktor. Ballenpresse ist nicht ganz so dramatisch. Man kann auch den großen Kalkstreuer nehmen, ne? Das gibt's auch. Kriegen wir noch einen raus? Na, ist egal. Würden wir schon irgendwie. Ein bisschen Gras kann man noch suchen, aber wegen einem Ballen. Weil den Ballen dann drauf. Huch, ist mir kalt. Weil egal, was wir machen, würde nicht hinkommen. Das reicht sowieso nicht mit einem großen Scheuer auch nicht. Jo. Kriegen wir noch auf. Zum Glück.
Weil man musste ja nicht gleich zum BGH fahren, ne? also BGH fahren. Man kann die auch am Feldrand hinstellen, wo sie nicht stören. Das ist kein Problem. Wo sie uns fertig gehen, das ist ja egal. Alter, wenn wir kurz mal gleich vorne ab. Tun wir nicht groß quälen. So. Wollen wir einen holen. Oh, die hält fest, du. Z. Und weg ist er. Ja. Das ist ja so von so vorgesehen, dass er nicht wenn drauf ist, drauf. Ne? Dann erkennt er ihn nicht. Wird so im realen Leben nicht so passieren, aber der Computer hat andere Gesetze. Da macht dann das, was der Programmierer eben programmiert. Ne? So, wir müssen Gas geben. Wir haben jetzt früher Sommer. Und ja, es geht alles langsam normalerweise. In meinen Augen ist es langsam. Wir werden mal gleich die Ballen zum BGH bringen und den anderen Ballen hauen wir gleich rein in den Mischfutterfabrik. Dann können wir gleich so was mit Stroh haben, Mischfutter herstellen. Und dann können wir auch mal Mischfutter verkaufen. Ich denke mal, dass es theoretisch gut möglich ist. Ja, mit Lohnzahlung gibt es einen Keks. Das kriegen wir noch nicht. Plus null. Ich hätte kein Geld zahlen. Wäre ja noch unangenehmer. So. Ja. Ich habe mal einen Wunsch. An Daniel, an Fett. Action! Eine Karte generieren. In etwa 1:1 von der Region Nordfriesland. Ob das 100% so machbar ist, ist die andere Frage. Aber so in etwa. Das wäre so mal mein Wunsch. Wenn man sich bei Google Dings da so eine Karte rausnimmt. Und das etwa 1:1 kopiert. Naja, ob die Straße 100%ig oder die Verkaufsstelle auch wirklich gibt, ist die andere Frage. Aber so etwa die Feldform und so, ne? Ich meine, da werden viele sagen, oh, nicht mehr eckig, ne? Ja, ist aber leider so. Es gibt keine, so wie es hier auch keine geraden Straßen gibt, gibt es dann in der Natur auch keine richtigen Felder, die eckig sind, ne? Einige sicherlich ja, aber die meisten werden irgendwie anders geformt sein, wie auch immer. Aber ich denke mal, wird dann eine Karte immer so bleiben, ne? Finde ich persönlich schade. Weil es gibt ja viel mehr. Macht ja den Reiz aus der Abwechslung, ne? Also spätestens zum LS21, ob der, weiß ich, ob das meine Arbeit macht, hat, denke ich mal so oder so, ne? So, wir wollten zum Hof fahren und da die Silagebahn Richtung Mischfutterfabrik reinbringen. Dass man ja sehen kann ungefähr, ah, ich habe so viel. Ich meine, den Mais machen wir sowieso nachher. Ein Feld haben wir. Zweites denken wir auch, wenn wir ihn hinkriegen. Alles Silage, ist gut geworden. So. Da ist die Kante. Hör ich mal, ja. Aber mehr wie deutlich, ne? Müssen wir mal angleichen.
So, dann mit anderen gleich wegschubsen. Müssen wir auch reparieren ein bisschen. Ja. Ich will mal eine Folge Reparaturen anstehen. Zum Glück brauche ich nicht waschen. Eine schöne Halle gebaut, ne? Ja, das ist höchstens was ordentliches. Kann man reinfahren, hinstellen. Fertig. So. Ein Raps, die Ernte kann man erst erkennen, wenn es soweit ist. Aber Gras soll es 1 Million gewesen sein. Das stimmt. Das werden wir mal sehen, ne? So. Fett. Ups. Und wieder Z. Silage. Und jetzt arbeiten die sogar schon. Weil wir noch ein bisschen Stroh drin hatten. Was wir gekauft hatten. Und Heu haben wir ja frisch gemacht. Aber das ist gut. Das andere Heu haben wir hier drin. Gibt es keine Anzeige. Wieso gibt es da keine Anzeige? Was heißt das? Die nächste Variante. Anzeige. Fürs Lager. Ah, da haben wir hier auch eine Anzeige. So. Stroh, Heu. Achso, hier haben wir es. Ja, hier haben wir es ja. Gras haben wir 99.000. Und Heu haben wir 337.000. Das ist schon viel. Wir können mal das Gras hier rausnehmen. Das machen wir in Abwechslung. So, Gras rausnehmen und zur Dings bringen, zur Heutrocknung. Denn kalten wir da wohl allein können, ne? Hoffe ich mal. Ja, 9%. Aber den wollte ich gerne dabei sein. Weil das ist mir dann noch ein bisschen. Ich will sehen, wie es funktioniert. 7%, dann muss er bald auf 0 gehen und dann geht er auf. Da war nicht gemäht. Ja gut, dann wird tragisch. Das ist immer so ganz interessant. Aber die Folge ist zu Ende, Leute. Ich sag tschüss und winke winke. Wie es dann gleich ausgeht, das werden wir gleich sehen. Tschüss, danke fürs Reinschauen.